Hallo, mein Name ist Tom Hillenbrand. Das ist mein neuer Thriller Monte Crypto. Da geht es um Bitcoin und Kryptowährungen. Und ich erzähle euch ein bisschen, wie ich auf die Idee für den Roman gekommen bin. Ich habe die Geschichte gehört von Matthew Mellon, einem reichen Erben einer Bankdynastie, der sehr viel Geld in Bitcoin angelegt hatte. Und als er verstarb, konnte man das Geld nicht finden, weil er die Passwörter, die Codes und so weiter alles versteckt hat. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich mit diesen Bitcoins, die einfach dann verschwinden und die auch so leicht zu transportieren sind auf USB-Sticks oder auf Festplatten, das ist ja eigentlich nur eine Variation von dem klassischen Plot-Element von Krimis und Thrillern, nämlich dem Koffer voller Geld. Und nur, dass in diesem Fall der Koffer voller Geld natürlich viel leichter zu transportieren ist und außerdem noch durch Codes geschützt ist, die an verschiedenen Stellen vielleicht abgelegt sind, habe ich gedacht, das ist eine super Schatzsuche. Da kannst du eine Geschichte draus machen, wo dann nach diesen verschwundenen Millionen oder Milliarden gesucht wird. So ist es dann auch in Monte Crypto, da stirbt am Anfang ein Start-up-Unternehmer, der sehr viel Geld in Kryptowährungen angelegt hatte und niemand weiß, wo die Kohle ist. Und ein Privatdetektiv wird dann beauftragt, dieses Geld zu finden. Am Anfang habe ich nur gedacht, es ist so eine Schatzsuche, aber dann, je mehr ich darüber nachgedacht habe und je mehr mir bewusst geworden ist, wie auch diese Krypto-Subkultur drauf ist, die ist ja sehr internetgetrieben und funktioniert viel über Meme und so ein bisschen übertriebene Sprache und es soll immer alles to the moon gehen, ganz nach oben. Da wurde mir klar, wenn es wirklich so wäre, dass jemand so viel Geld verlieren würde und man wüsste, dass es noch irgendwie auffindbar wäre, dann würde das Internet wahrscheinlich komplett durchdrehen und es wäre eine unglaublich Dynamik, die das erzeugen würde. Und so ist es also auch in Monte Crypto. Aber der Aufhänger für die ganze Geschichte war tatsächlich die Geschichte von Mellon und auch die Geschichten von anderen Leuten, die ihre Bitcoin-Millionen entweder verlegt haben oder versteckt haben. Viele dieser Leute haben nämlich große Angst, dass ihnen ihr Geld gestohlen wird. Das ist natürlich grundsätzlich häufig so bei reichen Menschen, dass die auch nicht glücklich sind, weil sie Angst haben, dass ihnen jemand ans Leder will. Aber man kann sich vorstellen, dass zumindest theoretisch Bitcoin leichter zu stehlen sind als ein Haufen Goldbarren oder eine Truhe voller Geldbündel, das ist sehr leicht verschwinden zu lassen und es gibt natürlich auch, wenn es auf Computern liegt, Möglichkeiten, diese zu hacken. Das heißt, eigentlich, wenn man seine Bitcoin verstecken will, dann darf man die nicht bei einem Finanzdienstleister wie Coinbase hinterlegen, sondern man muss sie auf irgendwelchen vom Netz abgekoppelten Festplatten oder Speichermedien unterbringen. Die entsprechenden Passwörter, die dazugehören, die muss man auf Zettel schreiben und die muss man woanders verstecken. Und so ergibt sich dann so eine Schatzsuche oder ein Versteckspiel, das sowohl online als auch offline stattfindet. Das war sozusagen meine Inspiration für den Roman. Und da ist dann tatsächlich eine weltumspannende Schatzsuche draus geworden, die von Los Angeles nach Frankfurt, nach New York, nach Zug führt. Zug gilt so als das Mekka der Kryptoszene, weil es eine sehr steuerfreundliche Gesetzgebung hat. Der Protagonist Ed Dante, der Privatdetektiv, der dieses Geld finden soll, reist also um den halben Globus, immer beobachtet oder verfolgt von irgendwelchen Internet-Freaks, Krypto-Freaks, die auch gerne an diesen Schatz herankommen wollen. Das sind so ein paar Infos zu Monte Crypto und wenn euch das Thema interessiert, dann guckt nochmal unten in die Infobox. Da sind weitere Videos zu dem Phänomen Kryptowährung, zum Phänomen Bitcoin verlinkt und schaut da doch mal rein.